Bis jetzt höre ich oder sehe ich aber keinen von denen. Das war nämlich der Weg hier runter. Aber da unten wird immer noch die antimagische Zone sein. Ja, der Brief, den wir hatten mit den Escape Plans. Genau, antimagische Zone. Nur, dass das funktioniert. Und sterben funktioniert halt auch. Ja. Der Trust war gut. Ging ja einigermaßen. Wenn das immer so leicht gehen würde, wäre ich froh. Ich weiß halt nicht, wie viele von den Viechern hier rumwuseln. Es kann halt auch nicht groß sein, das Gebiet. Naja, ich kann so nur das hier machen. Ihre ziemlich hohe Crit-Chance beim sagt's mir, Schießen hilft uns da schon ein bisschen. Und die Geschwindigkeit, die beide drauf haben. Ich hatte den Autosave am blauen Kristall gemacht, kurz bevor ich hier jetzt runtergesprungen bin. Also kann ich theoretisch den Autosave überschreiben. Und ich weiß nicht, ob ich hier nicht einfach mal den hier in die Hand geben sollte. Einfach zum Austesten. Was steht hier? Wer auch immer das finden wird, die Wachen kommen uns hinterher. Irgendwie wissen die Watcher es. Wie können sie es nur wissen? Wie auch immer, das ist wichtig. Gestern Cameron, der Läufer des Engine Rooms, hat die Erze der Mine gestohlen. Hat die Erze des Energieverarbeitungsraums gestohlen. Und hat sie in den antiken Ruinen verteilt. Ohne die Erze sind wir sicher, dass die Watcher das Portal nicht öffnen können. Die Erze müssen außerhalb der Reichweite der Watchers bleiben. Es gibt noch eine Sache. Hinter dem interdimensionalen Portal liegt... Wartet, oh nein. Die Wachen sind hier. Hinter dem Portal sind Wesen aus... einem Horror wahrscheinlich.
Magic Zone. Stein. Okay. Solange es nur er ist. Das ist mir relativ egal. Level up für Talisa. Stuff Defense. Fire Magic. Fire Magic. Okay. Verschießt das Ding auch wieder nur. Ein bisschen nervös bin ich jetzt gerade schon. Ach ja, und Licht ist aus. Gut, da du eh nicht zaubern kannst. Da ist er. Problem ist, ich traue mich nicht weiter, solange ich nicht den da ausgeschalten habe. Und ich nicht weiß, ob noch mehr kommt. Ja. Au. Jetzt muss ich dann dringend wieder rasten. Sag bloß, dieser Crossbow geht auch nur mit. Obwohl, da steht can't use, nicht no ammo. Also warum can't use? Das ist ein Ancient Crossbow. Ach ja, und ich habe den Crossbow, der Dinger verschießt, den habe ich vergessen. Ach ne, der ist hier. Der Star Bolter. Ja, aber... Ja, genau, da steht nur Ammo.
Okay. Wow. Ja, so geht das auch gut. Nur macht mein Fury of Slashes so kaum Schaden. Okay. Ah, Level up. Gut für ihn. Weiter Earth and Air Magic oder Spellcraft, Spellcraft. Ja. Da ist nichts. Gucken wir uns hier mal um. Das können wir einschlagen, okay. Hi, Kumpel. So. Wow, okay. Jo. Komm, ich verpasse dir die nächste Breitseite. Gut, der Crit war schön. Und das war auch nicht schlecht. Gut. Bevor ich auf irgendeinen Knopf drücke, will ich erst sicher gehen, dass das ganze Gebiet golemfrei ist. Ja, das lese ich gleich. Ein menschlicher Schädel. Ist hier nicht das Tollste zu finden, ne? Also gut. Schnell, bevor sie mich finden und töten. Jemand muss diese Nachricht nach draußen bringen.